Ja, hallo, herzlich willkommen heute mal von hinter der Kamera. Ja, ich rolle aus dem schönen Paznaun hinaus. Ja, erstes Ziel heute, was ich mir so vorgenommen habe, ist St. Anton hier auf der Bundesstraße. Das hat nur diese Blickrichtung. Ja, und jetzt kommt gleich eine Hässlichkeit des Weges. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Naja, ich zeige es euch, wenn ich durch bin. Und ich lasse es jetzt mal rollen. Ja, wenn man das hier sieht, Burg samt dieser wunderbaren Eisenbahnbrücke. Und dann hat man beim Ausfahrt aus dem Paznauntal, ach, man sieht es nicht. Ja, die erste Hässlichkeit des Tages hinter sich, nämlich ein Tunnel, eine Galerie, die man nicht fahren kann. Ist bei dem Verkehr hier nicht schön, aber da muss man halt eben durch. Ja, ich habe es geschafft, bin ich ehrlich froh drum. Ja, und jetzt geht es für mich ja weiter auf der Landstraße. Also erstmal hier wieder das Tal raus und dann nachher, man sieht es da oben auf der anderen Seite des Berges, geht es dann in Richtung Strengen und St. Anton am Arlberg. Jo, 2 Kilometer noch, bin gerade an dem Schild an der Seite vorbeigefahren. Geht es hier aus dem Tal raus, aus dem Paznauntal. Ja, im Moment, es ist 10:45 Uhr. Relativ wenig Verkehr, freue ich mich drüber. Und ja, genieße eigentlich hier das Räubern über den Asphalt. Ja, aus Mangel an anderen Wegen. Naja gut, ist heute auch nicht schlecht. Also zumindest mal in die Fahrtrichtung St. Anton hat man hier auf der Landstraße sowas wie einen Anführungszeichen Radweg. Auch wenn es eigentlich nur die Standspur ist, aber das ist okay. Lässt sich prima fahren. Zu meiner Linken die Eisenbahnlinie. Ja, und es geht immer jetzt ständig ein bisschen bergauf. Wenn es zwischendrin immer so Rollerpassagen gibt wie diese hier. Ja, und da der Verkehr über die Arlberg-Schnellstraße läuft, die hier zu meiner Rechten irgendwo im Berg verläuft, ja, genieße ich das gerade hier verkehrsarm, ja, in Richtung St. Anton zu radeln. Ja, da sind wir vorhin unten durchgefahren, hier die Burg. Ich reiche den Namen mal nach und die Eisenbahnbrücke. Da sieht man ein bisschen die Straße noch. Ja, für mich hat die Herrlichkeit jetzt ein Ende. Dieser Behelfsweg ist vorbei, ich muss auf der Straße fahren, aber das ist alles. Kein Problem, wenn hier nur alle Nase lang mal ein Auto vorbeikommt. Der Hauptverkehr findet aktuell hier links auf dem Arlberg-Schnellweg statt. Ich glaube, die S12 ist das. Ja. Und deshalb hier wunderbar habe ich die Straße für mich alleine. Ja, es geht weiter in Richtung St. Anton am Arlberg. Strengen liegt schon hinter mir, schon ein gutes Stück eigentlich. Ja. Und aktuell hier diesen wunderbaren Ausblick hier auf die Berge und eine Straße mit nicht wirklich Verkehr. So, Ausnahmen bestätigen die Regel, da kommt jetzt jemand. Aber das ist alles in allem harmlos. Und dann noch auf der anderen Seite. Ich bin an dem Weiler Schnann vorbei. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wunderbares Panorama. Eine Straße nur für mich allein, auch wenn jetzt von hinten einer kommt. Aber Freunde, was will man eigentlich mehr? Okay, das Auto hätte man können streichen, aber hey, auf manchen Radwegen in Deutschland ist mehr Verkehr als hier auf dieser schönen Landstraße. Voraus Pettneu am Arlberg, jawohl. Puh. Ja, man merkt, es geht immer ständig bergauf. Hier ein Anblick dieser wunderbaren kleinen Kirche. Ja, das ist immer wieder froh. Wenn man so eine Rollerpassage wie hier drin hat, man die Beine ein bisschen hochlegen kann. Aber es läuft alles bestens. Was will man mehr? Voraus St. Anton am Arlberg.
Ja, ich werde das noch ein bisschen hier auf der Straße weiterräubern. Gerade auf die Karte geguckt bis zum nächsten Kreisverkehr. Und dann biegen wir mal in diese Örtlichkeit ab. Ja, da wären wir. Dorfmitte St. Anton. Ja, auch hier im Zentrum Arlberg, St. Anton am Arlberg natürlich, ist auch Bahnbetrieb. Also ich muss sagen, die Sache ist schon imposant. Das sieht man jetzt hier durch das Gestell natürlich nicht ganz so schön, aber durch diese großen Zahnräder oder Räder, die Kabinen, ja, von oben nach unten in den Bahnhof gebracht zum Einsteigen und dann wieder oben aufgesetzt. Imposant. Nach ein bisschen Ortsrundfahrt hier in St. Anton am Arlberg geht es auch dann wieder zurück. Ja, im Prinzip gleiche Strecke hier. Da bin ich hergekommen. Und da steht auch schon das nächste Ziel an, nämlich Landeck. Da geht es jetzt hin. Jo, geht die gleiche Strecke wieder zurück eigentlich. Jetzt natürlich die Frage, wie heißt dieser Ort voraus? Muss ich euch ehrlich sagen, weiß ich nicht. Aber ich schätze, dass es fett neu ist. Ja, jetzt schauen wir uns mal das Panorama an, was ich die ganze Zeit im Rücken hatte. Nächstes größeres Ziel, wo es zumindest mal Kaffee und Kuchen gibt, schätze ich mal, Landeck. Ja, da gucken wir erstmal, wie diese Ortschaft da hinten heißt. Und raten nicht, also ich schätze mal, dass es ja Pet Neu ist. Genau, wissen tue ich es nicht, aber hier stehen schon mal Schilder mit dem Namen, da wird man aber nicht so falsch mitliegen. Ich bin wieder auf der L68 unterwegs. Ja, eine schöne ruhige Landstraße, muss ich im Moment sagen. Das ist alles wunderbar in Ordnung. Lassen wir das Schild mal näher kommen. Hier im Hintergrund ein wunderbarer Kirchturm. Es ist Pet Neu am Arlberg. Da haben wir noch gar nicht so verkehrt gelegen. Obwohl das die gleiche Strecke ist, die ich hergekommen bin, dann frage ich mich gerade, bin ich eben wirklich diesen Berg hochgefahren, den ich jetzt hier runtersurfen darf? Ja, so viel zu dem Thema, wenn man in Urlaub ist, ist man tiefenentspannt. Und da gibt es so Dinge, die merkt man sich einfach nicht, weil es völlig irrelevant ist. Ja, ich freue mich hier trotzdem, dass es ein bisschen bergab geht. Ja, es geht immer noch Richtung Landeck. Es werden noch so geschätzte 10, 12 Kilometer sein, bis ich da bin. Und dann freue ich mich über einen schönen Kaffee und ein Stück Kuchen. Und ich hoffe, man hört das Ganze trotz des Windes. Ja, Strängen. Da hinten sieht man schon den Eingang ins Patznaun. Ah, da werde ich im Moment nicht hinfahren, sondern wenn man nach vorne auf den Berg guckt, sofern es die Kamera hergibt, nach rechts, um die Ecke rum geht es ins Patznaun. Und ich werde links am Berg entlang fahren, nach Landeck. Ja, das ist zumindest mal für die nächste Dreiviertelstunde das Motto. Ja, jetzt sieht man es ein bisschen besser, hier an der Seite fährt. Ich muss mal recherchieren, wie diese Burg heißt. Also soweit ich das weiß, kann man das nicht besichtigen, das ist Privatbesitz. Aber ich muss mal gucken, wie das Ding heißt. Jawohl. Und ich bin hier immer noch auf der Ausfahrt von St. Anton in Richtung Landeck. Bei relativ wenig Verkehr, immer ein bisschen bergab. Ja, ich erreiche die Außenbezirke von Landeck. Ja, geradeaus geht eigentlich der Innenradweg. Wäre eine schöne Sache, aber habe ich heute nicht so am Schirm. Aber Kaffee und Kuchen sieht schlecht aus. Ja, auch wenn es Luxus ist,
zum Kaffee lasse ich hier mal noch den Akku ein bisschen nachtanken. Jo, ich habe noch ein bisschen vor, auf dem Innenradweg spazieren zu gehen, weil ich noch relativ früh dran bin. Habe diesen schönen Radweg gefunden mit dem knackigen Anstieg, der jetzt da kommt, den ich runterfahren darf. Aber das ist nicht der Innenradweg. Naja, wie gesagt, es gibt Tage, da verliert man, es gibt Tage, da gewinnt man. Es gibt Tage, da gewinnen auch dann die anderen, wie man das eben so nimmt. Ja, ne? Da unten steht es noch, ne, irgendwo ausgeschildert Radweg. Dann findet man diese Strecke und dann ist man trotzdem verkehrt. Nun denn. Ja, auch wenn heute die Strecke viel straßenlastig ist, ich genieße jetzt hier noch ein bisschen Innenradweg und einen kleinen Spaziergang hier entlang. Ist ein bisschen geschottert, aber wunderbar zum Fahren. Ja, neben mir der Inn mit relativ wenig Wasser. Ich gönne mir mal 20, 25 Minuten in diese Richtung, dann werde ich wieder zurückfahren. Ja, Bundesradweg. Jo, Pendix ist gelb. Ich habe eben bei der Kaffeepause ein bisschen nachgeladen. Er ist immer noch gelb, aber das reicht für heute noch. Der Inn. Ja, und ich habe wieder einen Radweg. Mal schauen, wo es jetzt lang geht. Blick voraus über den Maisfeldern. Ein wunderbares altes Gemäuer, dessen Name ich nicht kenne. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier entlang fahren, vielleicht eine schöne Stelle finden, wo ich umdrehen kann. Ja, und dann geht es für mich wieder gleicher Weg zurück. Ja, denn mein Tagesziel liegt eigentlich in einer anderen Richtung. Aber nichtsdestotrotz, wenn man schon mal hier ist, kann man ja auch mal nach dem Radweg schauen. Man soll niemals nie sagen, vielleicht fährt man ihn irgendwann mal. Also alles gut. Ja, hier diese Hinweistafel nehme ich zum Anlass, gleich umzudrehen. Also ich stehe jetzt hier auf der Via Claudia Augusta, wäre das irgendwo da. Ja. Das ist aber leider Gottes heute nicht so mein Ziel, sondern eigentlich nur mal ein kleiner Spaziergang hier am Innenradweg. Auch wenn ich mich dann gleich zu Anfang darüber geärgert habe, weil mal wieder eine Umleitung ist, die bescheiden geschildert ist, aber okay. Man kann nicht alles haben. Ja, denn hier an dem Ort, da hinten irgendwo, kann man noch sehen, wo der alte Karrenweg früher war. Ja, diese Stelle nutze ich jetzt, drehe um. Ja, und fahre wieder Richtung Patznauntal, also Richtung temporäre Heimat. Also so, was ich jetzt gesehen habe, ja, macht Spaß, finde ich schön, der Radweg. Ob irgendwann mal, ist genauso wie mit der Silfretter Hochalpenstraße, weiß ich auch nicht, ob die jemals bei mir passiert. Wir werden sehen. Auch hier diese Felskulisse, Bergkulisse, soll man einfach jetzt nicht mal links liegen lassen, sondern auch mal einen Blick drauf werfen. Ja, volle Südseite, trocken. Hat irgendwas von Südfrankreich vielleicht, aber naja, das Ambiente ist halt so, weiß nicht, wie man das so anders beschreiben soll. Ja, da geht's nach Imst und Innsbruck. Ich drehe jetzt wieder um. Und werde hier, ja, zurückfahren über Zams und Landeck und dann geht es, ja, Pjans ins Patznauntal. Das ist noch ein bisschen Arbeit, weil ich schätze mal so 250 bis 300 Höhenmeter. Klar hilft mir der Appendix, aber fahren muss ich trotzdem. Und ja, dann wird sich dann, nachdem ich im Patznaun bin, die Radtour dann relativ schnell, weil ich am Talanfang wohne, zu Ende sein. Aber okay, trotzdem heute schöne, naja, gefühlte 80 Kilometer werden es wohl werden. Es hat Spaß gemacht bis jetzt, aber es ist ja auch noch nicht zu Ende. Wie bei allen Tälern ist ja beim Saartal meiner Heimat nicht anders. Auch hier
Eisenbahn, Autobahn, ja, und auch eben der Radweg. Nur ist die Kulisse rechts und links ein klein wenig anders. Hoffen wir mal, dass was da dran steht, auch da aus dem Hahn kommt. Auch wenn es unten ein bisschen grün aussieht. Ich probiere es einfach mal. Sagen wir so, die Stelle ist suboptimal und nicht so schön. Ja, hier trennen uns die Wege. Hier nochmal hinter den Bäumen der Inn. Für mich geht es jetzt geradeaus weiter hier in Richtung, ja, Richtung Patznauntal. Ja, gehen wir es an. Die Herrlichkeit eines Radweges hat natürlich hier ein Ende. Straßenfahren ist angesagt, hier Ausgangs Landeck. Naja, dann ist das halt so. Ne? Was nicht da ist, kann man nicht benutzen. Oder was vielleicht da ist, man findet es nicht, je nachdem. Aber es geht. Dadurch, dass der Hauptverkehr hier über die S16 abgewickelt wird, ist das ja noch ganz erträglich. Voraus Pianz. Ja, schade eigentlich. Spiegelfassade ist vorbei. Und was man hier genießen kann, will ja keine Werbung machen, aber 300 Meter weiter wird es hergestellt. Na, schauen wir uns auch gleich an. Ja, und der ganze Speck, den man in diversen Supermärkten kaufen kann, ja, der kommt dann hierher. Mal so eine Frage am Rande, muss ich jetzt Werbung einblenden, weil ich hier vorbeifahre? Ich glaube eher nicht. Ja, noch ein Blick auf den weiten Bogen, den man hier mit der Straße nehmen muss. Pianz liegt also hier unten und man fährt hier oben, ja, quasi auf der Dachterrasse vorbei. Irgendwas macht hinten Lärm am Rad, irgendwas an der Gepäcktasche stimmt nicht, muss ich mal gleich nachschauen. Ja, wunderbare Kirche. Naja, eine Kirche halt. So wunderbar, daneben doch nicht. Also, ich muss jetzt die Kamera mal wegmachen, weil ich muss runterschalten und dann geht's hier den Berg hinauf. Ja, Patzner und Silvretter Hochalpenstraße, einmal links abbiegen. Ja, noch kurz den Durst gestillt, bevor es jetzt gleich hier, sage ich mal, zur Sache geht. Denn es steht ein Tunnel bevor, den ich nicht umfahren kann, in dem auch viel Verkehr ist, nämlich der Eingangstunnel hier ins Patznauntal. Angeblich gibt es eine Möglichkeit, darum rumzufahren. Ich schaue es mir mal an, ansonsten muss ich halt da durch. Ja, und das ist jetzt, da komme ich her. Gleich da hinten um die Kurve, da ist ein Kraftwerk und hier in dem Kraftwerk geht es dann bergauf in den Tunnel. Ja, nicht schön, aber andere Möglichkeiten gibt es nicht, außer man fährt jetzt über den Arlberg und über die Silvretter Hochalpenstraße und kommt von der anderen Seite. Das ist mir aber heute ein bisschen weit. Also, Augen zu und durch. Ich guck mal, ob es eine Umgehung gibt und dann schauen wir mal. Ja, da hinten sieht man das Ding und ich hoffe mal, dass man hier irgendwo eine Möglichkeit hat, um das Ding drum herum zu fahren. Schauen wir mal. Ja, ein Weg wäre da. Bisschen Gravel, naja, ist ja nicht so verkehrt, sagen wir mal. Aber wo ein Schloss drin ist, ist es dann meistens abgesperrt. Ja. Und damit, ob wir wollen oder nicht, ja, müssen wir jetzt durch den Tunnel fahren. Egal wie es ist, ich habe es überlebt. Gott sei Dank. Ja, See. Eigentlich wäre ich jetzt da,
Aber erstens, ich habe noch ein paar Elektronen im Akku, die raus wollen. Zweitens, ich will die 100 Kilometer voll machen. Also werde ich noch ein bisschen hier das Tal hinauffahren und nach 7 Kilometer umdrehen. Und dann werden wir im Keller 100 haben. So, da hinten fährt die Bergbahn Kappel. Ich stehe hier auf dem Parkplatz. Da über die Holzbrücke bin ich gekommen. Ja, deshalb, weil ich die 100 Kilometer voll machen möchte. Aktuell ist die Tour 95 Kilometer alt. Heißt also, wenn ich in See bin, sollten das rechnerisch so zwischen 100 und 102 werden. Ja, haben wir das Ziel erreicht. Der Akku ist noch orange, das heißt, er ist größer 30%. Aber ist jetzt auch egal, denn von nun an geht's bergab. Jo, dann machen wir das und dann ist Feierabend. Also, bis gleich. Wenn ich meine geografischen Kenntnisse jetzt nicht ganz im Unwissen lassen, da bin ich jetzt irgendwo vor der Sesselebene, bin jetzt im Kilometer 101, also Ziel quasi übererfüllt. Ja, gut so. Gottgütiger, meine Kenntnisse sind bescheiden. Ich bin sogar schon ein Ort weiter, nämlich in See. Ja, da wären wir auch am Ziel. Im steifen Gegenwind. Ja, hier auf der Abfahrt nach vorne taucht jetzt gleich links eine Brücke auf. Dort ist nämlich Feierabend, deshalb machen wir das jetzt hier. Danke fürs Zuschauen. Hier aus den Tiroler Bergen. Bis zum nächsten Mal. Also macht's gut.